Und nur, weil man das ausprobiert, was ja alle anderen nicht tun, das macht man nicht. Ich mach das immer und dann klappt das. Chat, 5 Euro sind 5 Euro. Just saying. 5 Euro sind 5 Euro. Dass es dir die Motion Sickness ausschalten kann. Ja, genau das. Genau das. Dass es dir die Motion Sickness ausschalten kann. Das hätte so eine Antwort von mir sein können, Chat. Das hätte wirklich so eine Antwort von mir sein können. Wirklich, also... Bitte gib mir dein Gehirn. Ich will es essen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Diesmal sind wir sogar schon in dieser Woche angekommen. Es ist Twitch Clips Germany. Die Folge 218 mit dem wunderbaren Titel Reaktion für Geld. Ich glaube, das nennt sich Skandal. Würde ich sagen, ist ein Skandal, oder? Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir gehen da direkt mal rein in den Skandal. Und daher, ja, ich habe euch Chat mitgebracht übrigens. Chat ist auch am Stissel. Und ich kann das alles nicht mehr. So, rein in den Sperrbezirk. Ich hoffe, ihr habt erklärt. Ist das das Shooting-Location von Fennec? Und schickt es auch Twitch Clips Germany. Da muss es rein. Ja, oder? Auf jeden Fall. Okay. Twitch Clips Germany. Das ist ein Zubrecher. Erzähl mal schnell hintereinander. Genau. Du kannst jetzt auch sagen, sag mal, ich verspreche dir, wenn du jetzt sagst, herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany, bist du drin. Mach mal da direkt rein. Da auch am Anfang so. Ne? Herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany. So, jetzt. Da war ein S zu viel. Wir müssen das nochmal machen. Nein, das ist witzig. Warte, ja, okay. Mut zu kleinen Fehlern. Das ist nur sympathisch. Oh, das ist wirklich. Das ist nur sympathisch. Ich kann nicht mehr. Aufs Pad und Hintergrund passen. Oh ja, stimmt. Oh mein Gott. Es sieht aus, als wäre ich. Oh mein Gott. Lol. Jetzt kommt gleich eine Cutscene, nicht erschrecken. Oh, speichern, 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 speichern. Ist ja gut, als ob hier was schief gehen sollte. Übrigens, witziger Bug, wenn. Oh. Mega funny. Also, wenn jetzt was schief gehen würde, ne? Alles cool, ich lebe. Chat, ich lebe. Erste Reaction auf Originalclip. Reaction auf die Reaction. Reaction auf die Reaction der Reaction. Reaction auf die Reaction auf die Reaction auf die Reaction. Glaub ich. Reaction, okay. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich habe ein lustiges Geräusch gehört. Ich finde das. Ah! Was stand dein Hut doch? Also eine Traitor-Falle, besser gesagt. Oh. Oh. Lol! Los, Lakaien, los! Lakaien? Mel, du wirst eine eigene Plakette. Stalukat spielt gerade, oder? Ich kenne das Game nicht. Oder wenig. Alter, what the fuck? Wie kann man denn immer einen Volltreffer landen? Bekommen, wo dran steht, dass du bemüht warst. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Das ist so krass, Mann! Wenn du auf einer Hausparty ein zues Bier bekommst. Ja, mach das auf, Mann! True, ey. Nicht schon wieder so ein Pilz jetzt hier, ne? Hey, los! Mach weg die Scheiße. Alter, oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, was war das denn? Einfach bei Dalukat abgeguckt. Ich finde, das hat sie jetzt schon kopiert, ne? Also, es war ein Nachmachen. Ich will das Handorf. Sind wir in Handorf? Oder ich habe eine Frage. Internet, kann man das hier kaufen? Oh Gott, ist das peinlich. Fahr bitte weiter. Entschuldigung. Lassie, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Das machen wir bitte übrigens auch auf der Polaris. Lassie ist eine Hunde. Nicht eine Hundeserie. Verdammt. Oh mein Gott, ich hab doch nach Löwen gesucht, ich blöde ja. Nicht nach. Hä, was?
Wer von diesen tierischen Fernsehstars war ein Löwe? Fury war ein Pony, Flipper war ein Delfin, Lassie ein Labrador, ein Collie, nicht ein Labrador, ein Collie. Ja, einfach meine Tempobox, immer noch nicht, ne? Aber das hätte ich auch nicht gewusst, weil, actually, ich habe noch nie Clarence irgendwas gehört. Ja, okay, dann, also, okay, mit Ausschlussverfahren hätte ich es auch geschnaggelt. Ja, okay, du bist zu jung dafür. Wieso? Ich bin 28, bin ich. Aus der Serie Daktarie, weiß ich nur durch meinen Vater, der reißt den Gag seit viel zu langer Zeit. Nur war nicht mit Absicht. Alles gut. Lange nach Daktarie geboren, hast du gehört. Okay, also ich kenne das nicht, ne? Ich hätte Ausschlussverfahren gemacht. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Aber immer wenn ich Wer wird Millionär oder so spiele, dann mache ich mich zum Affen. Lassie ist eine Hunde. Nicht eine Hundeserie. Echt nicht elektrischer Horst? Oh mein Gott, ich hab doch nach einem Löwen gesucht, ich blöde ja, nicht nach einem Hund. Oh, jetzt habt ihr mich komplett irritiert mit dem Hund. Mal gucken, wo ich drin war. Twitch. Ich war sogar in der 157-Folge. Nicht Witch Clips Germany, Twitch Clips. Alter. Clips. Das könnte ich sein. Twitch Clips Germany. 157, da war ich. Das wäre mir lieb. Süß. Okay. Hi, Chat. Ich bin so wütend auf diese Scheiße. Ey, ich werd motion sick hier. Toni, bitte sag mir nicht, dass du Alt F4 hast. Also Alt F4 hat sie nicht gedrückt. Das hat sie nie gemacht. Ja, man schießt nicht auf Katzen. Nein. Kinder, schwierig, kann man machen. Katzen, nein, auf gar keinen Fall. Katzen und Hunde auf gar keinen Fall. Nee. Ich wollte gerade sagen, das Spiel ist einfach ganz blöd abgestürzt, so wie immer. Und deswegen mag niemand Gronkh, okay? Ich fass es nicht! Einer muss doch mal die Experimente wagen. Einer muss sich aus der Bequemlichkeit der Gesellschaft herauswagen und all diese Dinge in Spielen ausprobieren, die sonst niemand probiert. Einer muss... Nicht, wenn die Mieze irgendwas macht. ...es doch tun. Und die Katze hat als einzige einen Namen im gesamten Spiel und ich habe gedacht, es gibt ein Achievement. Ein Achievement! Man schießt nicht auf Katzen. Nee. Nee. Und nur, weil man das ausprobiert, was ja alle anderen nicht tun, das macht man nicht. Entschuldigung. Möge jede Katze, die ihn trifft, einfach ihn totflauschen. So sieht die Welt aus. Ja, jetzt fange ich Beef an. Ich hoffe, wir fangen jetzt Beef an. Gronkh, ab jetzt sind wir Beef. Wir haben jetzt Beef. So. Ich habe schon gesehen, das ist hier so Gold. Gott, wenn alles gleich nass wird, Alter. Ich hab's gecallt. Es wird alles nass. Hilft das nicht, wenn man da so oben so drauf dings? Also wenn das jetzt eine Dose wäre, ne? Ich mach das immer und dann klappt das. Die immer zu denen zu Besuch kam. Ich habe keine Ahnung, ob er eine Katze hat tatsächlich. Besser an die Seite klopfen. Also so. Ich hab's gekocht! Wie der Dude mich einfach nicht kriegt. LOL!
Weint er jetzt? Sieht ein bisschen so aus. Wenn ich es beantworten kann, die Fragen, dann kann ich sie beantworten. Wenn nicht, dann kann ich sie nicht beantworten. Sag mal. Oh, was auch kommen wir an der Straße runter, Bruder. Genau deswegen. Ist gut. Hey Miri, ich sitze gerade mit deinem Mann zusammen in Codenames und der hat gerade bei Sanaconda erstmal vergessen, dass das ein Pokémon ist. Hättest du die Güte, ihm einfach irgendwas gegen den Kopf zu werfen? Es kommt von mir, ich werfe auch gern 5 Euro in deine Richtung. Mir geht's nur darum, dass er Schmerzen hat dafür. Grüso, ich habe keine Ahnung. Ich hätte es, glaube ich, googeln müssen, um zu wissen, wie man es schreibt. Au! Weiß ich nicht. Warum? Den finde ich lustiger, als ich sollte. Ich wünschte, ich hätte Streamer, Freunde. Die Partner haben, die ich auch kenne. Und die bei ihnen wohnen, damit ich auch sowas machen kann. Ich hätte es auch gemalt. 5 Euro, Chat, 5 Euro sind 5 Euro. Just saying, 5 Euro sind 5 Euro. Warum solltest du überschatten? Dieses eine Loch da auszugraben. Ich muss nur gucken, wo es nochmal genau war. Lasst mich raus! Mavic, ich weiß, Mavic, genau das ist das Problem. Du machst das für lau, aber 5 Euro sind 5 Euro. Das sind 2 Kugeln Eis. Hallo? Scheiße, ich habe alle umgebracht, die mich, glaube ich, rauslassen hätten sollen. Ich habe die ja oben alle umgebracht. Lange bevor der Ende der Welt, wir hatten mit meiner Freundin eine riesengroße Party. Wir waren so besoffen. Wir kotzten wie die Schweinehunde, tranken Bier. Digga, das ist einfach mein Leben. Das so, das an. Ja, ja, ja! Diesen ungarischen Bier trinken, Lonial oder was. Guck, ist doch der Streamer voll. Also, weiß ich. Also, nein, eigentlich beefen wir uns jetzt gerade. Also, ich habe den Beef angefangen. Weil er die Katze erschossen hat. Ja, das ist keine Rechtfertigung dafür. Aber ansonsten, also, ich glaube, wenn Gronkh was von mir hören würde, dann würde er nicht sagen, ich glaube, das ist die von Twitch Clips Germany. Sondern ich glaube, der würde sagen, das ist auch die, die sich irgendwann mal im Bauchnabel rumgepult hat, die Bambus ist, außen hart und innen hohl. Oder, keine Ahnung, irgendwas anderes Dummes, was ich in der letzten Zeit getan habe. So. Also ich meine, da sind ein paar Dinge dabei, ne? Also die, die ihr Kleid sprengt, so. Also, ja. Das ist die, die Motion Sickness ausschalten kann. Ja, genau das. Genau das, die Motion Sickness ausschalten kann. Ja, das ist die, die immer so kluge Sachen sagt. Alter, oh, weiß ich nicht, Digga. Das ist doch die Tuk-Tuk. Ich glaube, das hat er nicht gesehen. Aber dieses Tuk-Tuk-Video hat einfach mittlerweile auch einfach 41.000 Aufrufe. Also das ist für meine Verhältnisse schon sehr wild gewesen, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Mein 100.000 wird nicht passieren. So krass bin ich nicht. Ach, was hat er wirklich gesagt? Er hat wirklich Schnitzelwagen gesagt. Den Schnitzelwagen? Was ist denn ein Schnitzelwagen? Das klingt ja richtig eklig. Ein Schnitzelwagen. Den Schnitzelwagen! Reingeschoben, habe ich gedacht, wow, ja, dann, wow, da pulsiert aber ganz schön in meinem Mund. Habe ich erstmal abgeschleckert eine Stunde und dann kam die große Überraschung, die spritzt dann heraus. Ich dachte, das bleibt unter uns, Erik. Dass es einen Wagen auf dem Schnitzel gibt. Alter, wie geil, ey. Oh, jeder braucht eine Klopapierrolle an seinem Schreibtisch. Wirklich, jeder braucht eine Klopapierrolle an seinem Schreibtisch. Er hat eine Donut-Tempo-Box in XXL. Ich mache es im Gegensatz zu anderen zumindest mit Stil.
Weiter geht's. Hallo Padre, einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich dir. Wie geht's dir? Klipp das und sendet das ein. Why? Vor allem, wieso? Geh sich einen wunderschönen guten Tag, bestimmt. Warum läuft sie jetzt? Das ist aber gecheatet, halt, stopp. Das ist gecheatet. Das geschieht. Nee. Jeder braucht eine Klopapierrolle an deinem Schreibtisch. Die dekadenten Leute haben eine Taschentuchbox, okay? Ah, Marty, mit Team Taschentuchbox! Ja, okay. Ich hatte sehr gute Zeiten in Telefonzellen. So. Excuse me, was? Und je mehr Drogen, desto weniger die Hemmschwelle. Und das ist halt so das Ding. Finger weg von Drogen, Chat. Sonst das da. Was bringt dieses Reagieren Reichweite? Und Geld! Geld! Ach ja, und ein bisschen Spaß und so, wenn man dann coole Videos sieht und sowas, ne? Aber Geld! Einfach Lost Kitten, die Tochter von Mr. Krabs? Ich habe Fragen. Springt über eine Kiste Bohnen. Was waren deine letzten drei Länder? Paris? Das hätte so eine Antwort von mir sein können, Chat. Das hätte wirklich so eine Antwort von mir sein können. Wirklich, also... Ein Vollidiot, habe ich jetzt wirklich auf Alt F4 gedrückt. Ich lasse das so stehen. Meine größte Errungenschaft vom Event in München ist folgendes hier. Ach, ich traue mich gar nicht, das zu zeigen, weil es so unglaublich viel wert ist. Ein Autogramm von der Doni. Hier. Für den süßen Arthur von Doni HDGDL-Chat. HDGDL. Sogar ein G dazwischen. Seht ihr das? Kennt ihr das noch von früher? Wo dann irgendwie dieses HDGG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 
Erinnert ihr euch? Wir hatten doch das Thema Pfeffer, ne? Ich habe doch erzählt, bei mir gibt es seit 6 Monaten zu Hause keinen Pfeffer, weil ich einfach jedes Mal vergesse, ihn einzukaufen und es auch einfach aufgegeben habe. Und es bekam der Tag, an dem Jana zu mir zum Frühstücken kam und ich morgens einkaufen war. Morgens, ultra verballert, total kaputt im Kopf, pff, ja. Aber ich habe Pfeffer gekauft. Ich bin so gut. Ich bin einfach die Beste, oder? 6 Monate ist es spät, aber ich habe es geschafft. Geil. Ja, ja, mein Gott. Junge. Die jetzt alle Tipps, dann fliegen dir mehr Muschis zu, als du vögeln kannst. Aber lass uns auch noch ein paar übrig. Gib mir mal dein P-Phone. Hier. Oh, dieses Spiel ist aber auch anders wild, ne? Heute unsere Karten und so. Dankeschön, Dankeschön. Mit Lebensfreude, Spiritualität, Restecke. Wenn auch du in den Folgen dabei sein möchtest, dann verifiziere dich jetzt auf www.tischkipsgermany.de. Einfach kurz die Erlaubnis geben und als Clip einschicken. Und mit etwas Glück bist du in der nächsten Folge dabei. Chat, jetzt habt ihr nochmal gesehen, wie es geht. Ihr müsst halt auch einsenden, ihr süßen Mäuse. Okay. Was soll ich tun? Ja, machen wir mal Kopf dahin. Wie schlecht ist das? Ich kann nicht, ich muss lachen. Hä? What the fuck? Ich hab ihm den Arm abgeschnitten. Das heißt, ich hab eine Chance. Es sei denn, ich fall da runter. Nur 2 Striche. Nee, aber das, ich dachte so ein bisschen, dass du stolz auf mich bist, weil ich war halt das erste Mal seit, ich glaube, 3 oder 4 Monaten, I guess. Ja. Ja, Schminkerella. Ja. Ich war nur 2-mal ja. Auf dem Strich. Bitte? Excuse me, okay. Da muss ich an das fucking cringe Geburtstagsgeschenk von meiner allerersten Freundin denken, die ihren nackten Oberkörper in Gips als Abdruck gemacht hat und hat mir den dann geschenkt. Und dann stand der bei uns im Partykeller und immer wenn alle meine Kumpel da waren und gesoffen haben, war da halt einfach ein nackter Gipsabdruck von meiner Freundin. Und das war so fucking cringe, aber ich konnte es auch nicht wegwerfen oder so, weil es war halt das Geburtstagsgeschenk. Aber es war so scheiße einfach. Ey, ich glaube, also ich weiß, das klingt jetzt sehr böse, ne? Aber ich hätte das echt einfach aus Versehen fallen lassen. So, hoppla. Schatz, ich bin beim Tragen gestolpert und draufgefallen. Alter, wie kommt man denn da drauf? Also ich habe weirde Sachen geschenkt, okay? Wirklich weirde Sachen. Also ich bin ja Ultra-Jomatikerin, ne? Aber auf so eine Idee kam ich noch nie, ne? Alter, ey, übrigens, der macht ja auch mit hier bei Seven vs. White, ne? Wir sind ja ein Team. Im Team. Nicht in Team. Oh Gott, ey. Ich hätte gerne Arthur jetzt hier vorne. Das fand ich so cool. Da hätte ich gerne mitgemacht. Hätte ich richtig Bock drauf gehabt auf sowas. Arthur? I wanna know if you'll be my girl. Nein, Zahnhamster, ich möchte keinen Brustabdruck von euch. Aber wisst ihr, was ich wirklich feiern würde?
Dann kam sie wohl scheinbar nicht durch. Twitch macht komische Twitch-Dinge. Aber falls hat sich der Bot gemeldet, ansonsten schick einfach mal kurz rüber und dann, ne? Kontoabdruck mit Inhalt. Ja, klar. Dann einfach cool, kannst du nochmal nach oben machen? Also so einmal mit der Pfeiltaste nach oben, sodass du das nochmal bekommst. Außer ihr seid ein Wikinger, dann würde ich einen Abdruck nehmen, Chat. Ja, ist auch schon. So. Ich möchte keinen. Aber wisst ihr, was ich cool fände? Das wäre was, da hätte ich wirklich Turn drauf. Obwohl, da hätte ich richtig Bock drauf. Ich fände das voll cool, wenn wir so ein Community-Freundschaftsbuch machen würden. Von so Leuten, die schon richtig lange dabei sind und so. Und die da Lust drauf haben, halt so ein Freundebuch zu machen, wo dann halt jeder so reinschreiben kann, wer er so ist und so. Und vielleicht mit einem Foto und so. Was ich mir dann hier hinstellen kann, so als Erinnerung. So. Das wäre so cool. Ich würde es so feiern. Ich habe nur traurige Freundebücher gehabt, Ivanis. Bitte lass nicht drüber reden. Bitte lass nicht drüber reden, okay? Ach Quatsch, dann Hamster, tut's nicht. Hallo Freestyle, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Alter, danach habe ich auch actually einfach eine Sehnscheinentzündung. Nee, wenn dann will ich, dass da jeder selber reinkrakelt. So. Dankeschön, Dankeschön. Nice, sehr nice. Nicht. Sind jetzt alle wieder da? Durchzählen. Eins. Zwei. Hi. Nochmal von fünf. Ah, okay, passt. Eins. Zwei. Ja, wir schaffen es nicht mal durch. Mir geht's auch gut, Freestyle. Mir geht's auch gut. Ich hab jetzt erst. Oh, das waren Zeiten, dieses Game. Uiuiui. Mal den hier. Also 22 von den Dingern habe ich schon. Frames. Bitte, oh, fuck. 10 Pack hatte ich noch nicht, Chat. Der war ja gut. Uiuiui, der ist ja geil. Das hast du verdient. Das hast du einfach verdient. Alter, was zur Hölle hast du getan? Ey, was soll ich machen? Wie soll man hier so spielen? Oh, das ist aber eine süße Mieze. Die sieht genau andersrum aus wie meine. Voll süß. So. Katze! Ja. Vor 20. Ich bin nicht 23. Also das ist süß, dass du das sagst, ne? Wirklich. Ich habe auch gestern, wir wurden gestern angesprochen, ich musste wirklich überlegen, wie alt ich bin. Aber actually, ey, ich bin einfach 28. Ich werde bald 29, Spazi. Also, ne? Duck und weg. Ja. Reden wir nicht über meine Geburtstagskarten. Die sind auch aktuell tief vergraben, tatsächlich. Aus Gründen. Was ist das denn für ein cooles Spiel? Oh, hallo. Nein, wie gemein ist das denn? Kann mir bitte jemand das Spiel aufschreiben? Das sieht so cool aus, Alter. Dankeschön, Mavic. Doch, ich bin 28 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr 29 noch. Endlich Kopfsteinpflaster. Ich hab's mir gewünscht. Mann, hab ich mir das gewünscht. Ja, aber ich merke mir das ja nicht bis nach dem Stream. Da hab ich aber, da freue ich mich aber. Oh oh. Oh Gott, das ist hier ganz lapprig. Okay. Das ist mies, Gesig. Aber tatsächlich, Verträumtzeit ist ja nichts Schlechtes. Also es wurde damals immer als was Schlechtes dargestellt, ne? Aber actually ist Verträumtheit einfach, finde ich, was super, super Wichtiges, so, weil es einen auch kreativ macht. So. Und kreative Menschen sind oftmals diejenigen, die sehr viel auch träumen und sehr viel tagträumen beispielsweise. Aber ich denke, ich bin dafür nicht berühmt genug, lol. Ach, nu. Wo in all diesen Videos immer Sachen passieren. Ich hoffe übrigens, dass der das jetzt nicht fallen lässt, ne, by the way. Also nur mal back to topic. Achtung.
Das war keine Absicht. Man muss es um. Können wir mal kurz so einen insgesamten Facepalm machen, bitte? Können wir mal einfach mal alle zusammen so, einfach alle zusammen so machen? So ein, so alle zusammen so. I mean. Entschuldigung. Ja, genauso wie elektrischer Horst, ne? Wir haben auch ein Facepalm-Emote hier. Wartet kurz. Ich weiß nur gerade nicht, aber wir haben ein Facepalm-Emote. Wo ist das denn? Nee, das ist das andere. Das ist Wein. Ich weiß gar nicht, wo der Facepalm ist. Doch, da. So, einmal generalisierten Facepalm. Dankeschön. Ist auch nicht direkt als schlecht an, aber hat sich halt nach Lehrern negativ auf die Note ausgewirkt. Sie wusste halt schon, sie werten, was ich da gerade mache. Ja, wie gesagt, aber da, so war ich auch, ey. Ich habe einfach Tag geträumt wie keine zweite, ey. Es war insane. Aber nun gut. Zusammenbauen. Also, du musst jetzt alles einfach ich hätte so viele Ideen gehabt, wie man das Ding hätte unfallfrei darüber bringen können. Imagine, Brettchen nehmen und rübertragen oder so. Käse mit derselben scheiß Panade, da wird Panade, das ist Panade. Geil, das ich ist hab geil. Nicht die Schokolade. Das ist geil. Das ist, das ist richtig geil. Hier, das ist dein Riegel. Au, aua, nimm ihn bitte. Aua, aua, au, ich au, nimm ihn! Ihn. Kam das gerade aus der... Oh, Alter. Und dann, was ich auch noch hab, ist, das ist mein Lieblingsplatz. Bitte runter vom Tisch. Danke. So. LOL! Geil! Okay, ciao! Ist die weiße Kante? Ich spring drauf. Oh mein Gott, was machst du? Was ist denn? Die klettert da einfach durch. Willst du mich verarschen? Frag sie mal, wie sie Raffaello ist. Beiß erst die Kokosnussraspeln außenrum weg. Dann teile ich die Kekshälfte. Will ich? Dann schlabber ich die ganze Creme raus. Will ich. Zum Schluss esse ich dann die Nuss und dann erst den Keks. Andere Menschen kriegen dafür eine Anzeige wegen sexueller Belästigung von einem Raffaello-Keks. Oh Mann. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Geschenke von der Community bekommen und ich liebe Geschenke. Oh, ich will auch ein Lego-Einhorn, Chat. Ich will ein Lego-Einhorn! Übrigens, ich habe am 21. Oktober Geburtstag. Oh nein, ist kaputt. Oh, oh Gott. Nichts passiert, das kann man reparieren. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ein Maxi King? Ein Maxi King? Okay, das Maxi King. Ich beiß oben einmal rein. Mhm. Dann fange ich an, von unten nach oben zu drücken. Und leck dann die Creme, die oben so rasselt, weg. Und erst, wenn ich die... Alter, können wir die Frau bitte muten? Ey, Digga, was ist denn da los? Creme komplett rausgeholt hat, dann esse ich den Rest. Nice. 1973. Tragedy and despair have struck Central Texas. Was ist deine größte Schwäche? Mommy. Richtig. Schaut es euch an. Schaut es euch an. So, und weil sie ein Betrügeli ist. Ist das dieser Beef, von dem immer alle sprechen? Ist das, es fühlt sich halt wirklich an. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, ne? Aber es fühlt sich wirklich gerade an, als würden wir einfach Twitch Tag und Nacht gucken. So, ja, du bist glücklich. Du warst zuerst woanders.
Gaia! Du Betrügeli! Ich finde auch einfach keine Worte mehr dafür. Chat, wir gucken einfach weiter. Hallo zusammen. LOL. Guck mal, ich bräuchte keine eigene Security. Aber ich weiß, dass es halt Leute gibt, die... Ich glaube, der Baum braucht Security. Ihre eigene Security bräuchte. Danke, dass ich so eine liebe Katze bekommen habe. LOL. Nein, hallo. Ja, ist ja gut. Ach, LOL. Ein Noob, ne? What? Nein. Oh, ich habe ihn noch genommen. Nein. Warum habe ich ihn nicht bekommen? Ich habe A gedrückt. LOL. Dieses Level. Also, Rede selber verkacken und dann drücke ich auch und bekomme den Stern nicht, ne? Schoko-Bananen-Corny. Übrigens, was ist das beste Corny? Jetzt habe ich schon gespoilert eigentlich. Mann, jetzt habe ich... Ey, ich bin jedes Mal, ne? Ich kaufe jedes Mal Schoko-Banane-Corny und ich bin jedes Mal einfach todesenttäuscht, weil einfach das schmeckt gar nicht gescheit nach Banane. Seien wir doch mal ehrlich, als ob das nach Banane schmecken würde, Alter. Was denn da los, ey? Ohne Witz, das schmeckt nicht nach Banane. Oder halt so wenig, dass, keine Ahnung, ich habe Joghurt-Corny. Ich glaube, Joghurt-Corny habe ich auch mal probiert. Aber seien wir doch mal ehrlich, für die Kalorien, die du dir mit einem Corny reinschiebst, könntest du dir andere geile Sachen reinschieben. So. Und die würden viel mehr Spaß machen beim Essen. So. Meine Two Cents. Jetzt habe ich eigentlich schon... Mann, jetzt... Nee. Eigentlich... Das hier ist die Streamtechnik. Hier läuft der Chat. Hier läuft der Dings, da sind noch ein paar Opfer, die kleben noch an der Scheibe. Dann haben wir hier. Nein! Der Zaun ist falsch! Der Zaun ist falsch! Ah! Lol! Alexa, wer ist Schaufinator? Hier ist eine Antwort von einem Alexa Answers-Nutzer, die ich übersetzt habe. NATO-Mitglieder: Albanien, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Tschechien, Dänemark. Chat, Wikinger, wir müssen das jetzt angucken und genießen. Wie ich immer mache hier. Hä? Wann redest du? Ich wollte nicht rumschreien, weil sonst laufen sie wieder weg. Das ist schlecht. Das können keine Tennisschläger sein. Leute, was ist hier los? Warum ist es ein Tennisschläger? Hä? Ich habe zwei Lichter bestellt, Leute, und es kamen zwei Tennisschläger an. Aber mein Name ist schon auf dem Paket. Okay, Wild. Airways? Warte mal. Eurowings, das ist eine Kampf. Könntest du deinen Bauchnabel zeigen, bitte? Natürlich kann ich das, aber vielleicht, genau, du kennst das bestimmt von diesen ganzen anderen Pornoseiten, wo du dich aufhältst. Erstmal muss die Kohle rüberwachsen, ja? Bevor ich Loch zeige. Also, mach mir erstmal eine schöne dicke Donation, subscribe mich und dann zeige ich dir gerne meinen Bauchnabel, okay? Die Frau hat es halt einfach verstanden, ne? Ende, einen wunderschönen guten Tag, Michi, wie geht's dir? Mad Max, was geht? Ich bedanke mich, dankeschön. Au, Öhrchen, wir haben da noch Platz. Fucking hell nochmal, jetzt hab ich meinen... Melvick, erstmal donatest du mir eine dicke Donation dafür. Und dann... zeige ich dir Bauchnabel. Ganz sicher. Hat sie E-Saft auf meine Tastatur vergossen? Ich
wusste schon, warum ich den die ganze Zeit nach rechts hin, nach links hinstelle. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh, ich würde genauso reagieren. Aber deswegen steht mein Getränk immer, also rechts habe ich ja die Maus und links oben steht mein Getränk immer so, dass ich es nicht aus Versehen mit der Hand umwerfen kann. Geil. Nein! Nein! Was ist das Beste, was ich mal geschafft habe? Aber ich war schlaftrunken, also... Ich weiß nicht, ob das jeder Mensch hat, das Gefühl, aber ich glaube schon. Also so dieses, ihr werdet wach und seid erstmal voll noch desorientiert von allem und so. Ich habe mein Handy gesucht. Und ich habe mein Handy mit dem Licht von meinem Handy gesucht. Das war richtig, richtig gut. So für 5 Minuten war ich so, oh, wo ist mein Handy? Oh. Das habe ich halt actually auch im wachen Zustand. Genau das habe ich im wachen Zustand, Alter. Ich habe auch letztens meine Brille gesucht, bis ich gemerkt habe, dass ich sie aufhabe. So, also, ich habe das halt auch im Wachezustand. Oh, danke schön, Black, danke schön. Trockentücher verschwinden auch grundsätzlich und hängen dann über die Schulter. Na, das passiert ja nur, wenn man Kinder hat, ne? Also von daher, oder? So, während der Autofahrt den Schlüssel suchen, ich bin nicht stolz. Danke schön für die 96, vielen Dank für den Support. Das könnte ich sein, wenn ich gute Laune habe morgens. Nein, jetzt ziehe ich wieder. Alter, geil. Ich lese nur vor, was da steht, was da vom Algorithmus übersetzt wurde. Ich mag kleine Kleinigkeiten. Titten kurz, manchmal elefantenartig und... ziemlich androgyn. Großartiges Fern. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, Plötze ist scheiße? Hallo, Plötze ist toll. Entschuldigung. Und jetzt arbeitest du für uns. Ja. War Kronk beim Friseur? Aber ich habe jetzt keinen spezifischen Chef oder so, ne? Was, du bist Kacke? Wieso bin ich Kacke? Was? Also ihr seid da und ich respektiere eure Meinung, aber ich ignoriere sie. Und eure Hoffnungen und Wünsche trete ich mit Füßen, ja, um nur mich selbst durchzusetzen und hier in dieser Diktatur einfach nur das zu machen, worauf ich Bock habe. Oh mein Gott. Weiß ich jetzt nicht. Ah! Oh! Ich möchte nach Hause. Warte mal, bin ich getötet? Dieses Spiel ist, by the way, bugfrei. Hallo, DJ Hasewolf, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Ach, ist jetzt vorbei. La 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 la. Das war witzig. Das war wirklich, also ohne Scheiß, das war die beste Folge TCG, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, auch weil kein Stuss von mir drin war. Ja. Endlich wieder Sonja-Outro. Ja! Chat, falls euch das jetzt, also YouTube, hi YouTube übrigens, Chat hat mich gerade ein bisschen abgelenkt, so. Falls euch das gefallen hat. Falls euch das gefallen hat, hoffe ich, dass ihr... Dingensbums halt, also Mann, gebt dem Scheißvideo einfach einen Daumen nach unten. Nee, warte mal, nach oben. Daumen nach oben. Und kommt auf Twitch, ihr kleinen Nuggets. Ihr seid viel besser als auf Twitch, der Chat, weil ihr könnt mich nicht aus der Fassung bringen. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.